À propos d'atomenergie, Amgesetz steht, le recours à l'énergie de source nucléaire est exclu pour atteindre les objectifs visés. Et so viel wie Atomkraft aus verboten. Ja, schön. Ich freue mich, dass wir hier aus der Brille du musst unhören. Weil Fakt ist, wir benutzen heute Atomkraft. Wir benutzen Atomstrom, die wissen alle gut. Den Undel und Atomstrom, die lang 2018 bei 10,4%. Voilà, wir benutzen unter den geringen Energieminister Atomstrom zu Lützeburg. Das ist die Realität. Und das sieht ehrlich, also die Leute, und hat auch ihnen Sand an den zu streben. Da geht geschwärt von sozialer Gerechtigkeit. Dabei wird das da sozial gerecht. Natürlich werden die Armen drinnen leiden am meisten. Klimaschutz ist nicht sozial. Es wird einen negativen Impact tun auf die Kompetitivität von der Lützeburger Wirtschaft und Industrie. Es wird einen negativen Impact tun auf als öffentliche Finanzen. Ja, wir gehen heute durch ein Stück mehr arm. Und da wissen wir noch nicht, was das ganz Matze springt vor Rattenschwanz, weil all die Hei, was man so in der das ist ein Ruhm an den Inhalt wie auch gesagt ginas, die soll ja recht spät kommen, eine Form von grossherzoglichen Reglementen. Wir stimmen am Anfang etwas, wo man nicht wissen, was genau das ganz matzig bringt. Aber was wird kommen? Naja, soll es dabei stücken. Mehr Steuern, die nicht bringen, mehr Fuhrverbote, die nicht bringen Klimaquoten, die nicht bringen Plan Elektromobilität, die nicht bringt, an zu guter Letzt, Hunderte von Millionen von Abbaußen, weil wir den Tanktourismus wollen aufschaffen. Viele Suchen, die fehlen dann und die gehen da gebracht für den Klimafonds und nicht für andere Sachen. Bravo, wenn wir fertig sind, die gering fertig sind, da sind wir feit. Und gesagt in Tirol schon, das Jahr haben wir Ziele von der Reduktion, von der Reduktion von den Zehregasen erreicht. Wow, wie weit haben wir das Jahr erreicht? Ihr wisst, das ist der Corona-Krise, die als Wirtschaft während Mainz lahmgelöst hat. Und das weiß etwas ganz, ganz gut. Die Ziele von 55% sind just zu erreichen, wenn wir an den nächsten 10 Jahren alle Jahre eine Krise haben und die Wirtschaft zusammenbricht. Das ist die Realität. Wie auch die anderen Parteien leben nicht an der Realität oder haben nicht den Courage, eine realistische Politik zu machen, weil sie Angst haben für ihre geringen Fanatiker, sowohl am Europaparlament wie auch hier. Wir haben keine Angst. Und das ist der größte Unterschied zwischen uns und den populistischen Parteien, die den Leuten eine radikal und schnell Energiewende versprechen. Und das sieht von nicht das Minimum realistisch. Wir brauchen x Jahre für ein Stadion zu bauen. Wir brauchen Jahrzehnte für einen Nordstrom. Wir brauchen 8 Jahre für eine Klinik zu bauen. Wir brauchen 10 Jahre für eine Drittspur auf der Dittlinger Autobahn zu bauen. Hallo Wälder, bei den 10 Jahren 55% Männer Emissionen hier im Land. Wie soll das da gehen an 10 Jahren? Der Klimapolitik, also aus all den Gründen, die ich hier abgezählt habe, voller Widerspruch, ganz schlecht, also sie ist nicht möglich. Pardon, doch, sie wäre vielleicht möglich, sie ist vielleicht möglich. Wenn wir hier eine Totalkrise kriegen, wenn unser Bruttosozialprodukt an den Keller geht, wenn wir Rezession haben, Armut, industriellen und wirtschaftlichen Untergang, ja, dann packen wir es. Die wollen das vielleicht, wir nicht. Très bien.